Erstmal aufwachen. Moin Leute, wir fahren jetzt mal mit. Moin, ja. Das bin ich, Gamer. Und ich muss mich erstmal umziehen. So. Erstmal einen Kaffee trinken, boah. So. Ach ja, das ist ja schön. Kaffee. So mehr Kaffee. Mal kurz meinen Freunden schreiben. Hi. Bock auf. Treffen am. Pier. So, meinen Freunden alle geschrieben. Erstmal meinen grünen Saft saufen. Ach, schöne grüne Saft. So, mein neues, mein Mini raus. Ich hab leider kein anderes Auto da. Vielleicht später bin ich noch in Dienst. Okay. Ach ja. Jetzt soll ich mein Smartphone nehmen. Ich hole mein Smartphone, meinen Butler. Ich hab Bock auf Smart, Alter. Hallo? Ja, der gerade geredet, fahr ich. Ich hab erstmal meinen Mechaniker rufen und den brauche ich ein Auto für mich. Ich bin jetzt ein Multimillionär und hab alle Autos. Wo haben wir denn das Auto? Ja, damit smart. Zum Pier muss ich kurz meine Karte rausholen. Gucken, wo der Pier genau ist. Okay. Pier ist genau. Da muss ich jetzt fahren. So. Erstmal drehen. Okay. Ah ja. Ach, der Verkehr mal wieder heute. War mal, ja. War das denn gerade eben? Ja, ich wollte jetzt ein Bier, mich mit einem Kumpel treffen und habe mich verfahren. Dann fahren Sie einfach durch eine Fußgängerzone oder was? Das war eine Fußgängerzone? Ja, also für mich sah das aus wie eine Straße. Nee, das war eine Fußgängerzone. Okay, das tut mir leid.
so geht das natürlich nicht, ne? Und was soll jetzt sein? Ich hab ja niemandem was getan. Trotzdem sind sie durch eine Fußgängerzone gefahren, was verboten ist. Ja, und? Sie müssten dann jetzt einmal 20 Dollar Bußgeld zahlen. Okay. Na, ja, lässt sich ja nicht mehr ändern. Ja, dann hoffe ich, dass Sie nächstes Mal, ja, guten Tag. Ich hoffe, dass Sie dann nächstes Mal besser fahren und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Abend. Das werde ich machen. Ihnen auch okay. Einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Moin Moin. Hi. Hey, diese scheiß Polizei immer. Ich habe mich da vorne ernsthaft angehalten, weil ich durch eine Fußgängerzone gefahren bin. Okay, ja, hab's gesehen. Hat niemandem was getan. Ich hab mir mein Smart noch rausgeholt. Wollen wir nichts Schönes machen, ja. Achterbahn. Ja. Kommt eigentlich hier, ja. Battle King auch noch. Weiß nicht, also ich habe ihn geschrieben, er hat ja nicht geantwortet. Okay. Ja, dann gucken wir mal, was auf der Achterbahn so los ist. Ja. Ich komme dann auch. Ja, der Typ geht auch nie ans Telefon. Ich habe gerade versucht, ihn anzurufen. Okay. Und die Achterbahn fährt gerade weg. Ja, egal. Ja. Nimm mal die nächste. Ja. Aber hier ist ja auch nicht viel los, wie es aussieht. Ja. Wir haben ja gerade nur 5 Uhr morgens. Auf der Schiene rumlaufen, wa? Ja. Bla. Der Ausblick hier am Pier ist immer wieder schön. Ja. Na, da ist er ja schon wieder. Erstmal Achterbahn fahren, juhu. 10 Dollar abzocke hier. Ja. Hände hoch, Wochenende. Musst du was zahlen bei dem Kopf oder was? Ja? Bei was? Musstest du zahlen bei dem Kopf gerade? Nö. Ob, ja. Ist auch besser so. Aber wegen über Dings, über die Passagierzone. Ja, wie heißt das noch? So, Hände hoch, Wochenende, hey! Ja. Ui. Ist ja voll schnell die Achterbahn. Mach mir gleich in die Hose, ey. Ja, ich auch.
Ach, deswegen riecht es hier so komisch. Da hinten steht eine Yacht. Da hat jemand ja viel Geld. Ach, das hätte ich auch gerne mal. Ja. Was war's das schon wieder? Das war 10 Dollar Abzocke. Dafür 10 Dollar. Ja. Ja, aber richtig. Wo sind jetzt eigentlich die anderen hier? Mal schauen, wo die anderen sind. Ah, Battle King ruft mich an, mal sehen. Hi Leute! Hi! Hi! Und wie geht's euch? Gut, da ist der Kopf wieder! Super! Ah, was macht der jetzt schon wieder hier? Da kam sie irgendein Problem. Ich vermisse mich mal. Ich habe eben gesehen, wie sie ein bisschen zu schnell gefahren sind. Da war eine 50er-Zone, weil wir in den Piron. Entschuldigen Sie. Wollen Sie hier mal gerne aussteigen, sonst schieße ich. Ach, Sie kennen mich auch schon. Jetzt schon wieder? Können Sie mir das mal erklären? Hey. So, jetzt erklären Sie mir, warum knacken Sie hier gerade ein Fahrzeug und fahren damit durch die Gegend? Das ist mein Auto, er durfte es. Ich habe bloß einen Schlüssel drin liegen lassen. Ja. Können es bezeugen. Ach, vorhin sind sie ja mit einem anderen Fahrzeug hier rumgefahren, ne? Das war das Fahrzeug von ihm, er ist mit dem Fahrzeug vom Bruder gefahren, okay? Das stimmt. Und warum zerstören sie die Scheibe? Ich hab doch gerade gesagt, ich habe den Schlüssel drin vergessen. Na, dann kann man ja auch die Feuerwehr anrufen. Hallo? Hallo? Hau ab einfach, komm. Der Kopf kann eh nichts. Das hatte ich gerade vor. Diese Cops können eh nichts hier in Los Santos. Ja. Toll, oh, Unfall gebaut. Sehen, ob man den austricksen kann. Oh nein. Ah, oh, mein Herz. Enno. Enno. Die da hinten auch. Hey. Noch einmal und ich schieße. Ich bin nicht gefahren, er ist gefahren. Ich wurde nur entführt. Was zur Hölle war das jetzt? Tolle Wieler, ey. Komm, ja, lass ab. So. Lass abhauen. Problem gelöst, Leute. Alle einsteigen. Ja, ja. Komm, steig ein.
Erstmal abhauen. Ja. Wohin müssen zum Flug U-Bahn? Wo ist die nächste U-Bahn-Station? Mach die Haarpumpe rein. Warte, was ist das? Molly. Ja. Warte mal gucken, wo die U-Bahn-Station ist. Das Ding ist, ich wollte die nur leicht antreffen. Hat man gesehen. Jetzt kann ich mal, weiß, ich hab die Bremsen sind neu, deswegen. Wow. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Keine Sorge, wir haben Schusssicherer. Okay, okay. Da oben ist irgendwo eine U-Bahn-Station. Ja, irgendwo da oben. Ja, ja. Ansonsten können wir auch. Ich glaube, der mag uns nicht. Nee, das sieht nicht gut aus. Oh oh. Er mag uns definitiv nicht. Das Auto jetzt schon aussieht. Ach, das ist halt aber. Da ist eine U-Bahn-Station. Du bist vorbeigefahren. U-Bahn, da, da, U-Bahn. Okay, da müssen wir halt doch woanders hin. Ja, soll ich irgendwie abpacken? Ah, scheiße. Hopp, schnell rein wieder. Das war jetzt schön. Oh, ja. Aussteigen. Gamer. Tro, wir sind am Arsch. Einmal bitte ja. Weggehen, ja. Nein, hey, nicht das da Auto. Das war nagelneu. Hey, bleiben Sie mal stehen. Ach, nee, jetzt kommen auch noch die anderen Polizisten dazu. Super Aufnahme, muss ich sagen. Haben die schon mal was von Polizisten mit dicken Waffenarsenal gehört? Nö. Weiß in dem Anzug. Das würde ich mal wegpacken. Komm, René. Einsteigen. Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Das ist. Fahr weg. Warum hat der Polizist jetzt plötzlich eine Bazooka? Mach mal die Musik aus. Ein Heli. Das wird ja immer besser. Ah. Ja, ich glaube die Folge ist. Da ist die U-Bahn. Weiß nicht mehr, ich. Hier unten sind wir sicher. Och. Ja. Ja, ist leider noch eine Minigun. So. So, Leute, wir sind hier unten.
So, der Cop dürfte jetzt nicht wissen, wo wir sind, eigentlich. Ich hoffe mal. Und dann wäre es ja... gleich eine Bahn? Ich hoffe es mal. Emma. Hä? Ich hoffe, die U-Bahn kommt gleich, ey. Hallo. Warum haben sie eine Waffe in der Hand? Och, die habe ich mitgeschmuggelt. Ich hab auch eine mitgeschmuggelt. Ist klar. Die Dimensionen werden immer größer. Ey. Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich habe einen Ausweg, komm. Ja, ich glaube. Mit. Auch. Ich hoffe, hier kommt eine U-Bahn. Hey, stehen bleiben. Ach du Scheiße. Hoffe ich da, schon beruhigen Sie sich. Keine U-Bahn. Beide. Okay. Waffe weg. Waffe weg. Okay, mach hör auf, hör auf, hör auf. Mach hör auf. Ich hab mich nicht gewehrt. Ende hoch. Na gut, das lassen wir mal gelten, ausnahmsweise. Komm, hol für uns auch mal so ein Ding. Leute, ich bin auf der U-Bahn. Hört ihr mich? Ich würde sagen, könnt ihr mich abholen? Wir sind in der U-Bahn-Station, oder? Ja, gleich wie gerade eben. Ja. Ja, okay, ich komme dann zu euch. Ja. Jetzt kann der Kopf nichts mehr sagen, wir sind mal gestorben, jetzt sind wir da neu. Wir haben nichts getan. Wir sind ganz normale Passanten. Da. Jo. Hast du irgendein Problem mit der Werbetafel? Irgendwie schon. Alles klar. Ich hoffe, die U-Bahn kommt gleich mal. Aua! Polizei! Sorry, ich muss die abhören, mich töten. Scheiß Werbetafel. Hier ist die Polizei. Sie haben sie gerufen. Nee, war nur auszusehen. Was ist dir vorgefallen? Da vorne an der Gleise rennt ein Räuber. Was für ein Räuber. Weißt du, der heißt René und hat uns ausgeraubt. Heißt er mit Nachnamen zufällig Battle King? Ja. Nach dem wird sowieso gerade gefahren. Ja.
Ach, eine schöne Taschenlampe haben Sie da. Danke. Bitte. Schönen guten Tag. Da ist der Räuber. Ich glaube, Sie irren sich. Mein Name ist Galetta. Sorry. Toll. Kann man das natürlich auch machen. Mann, ey, was soll das schon wieder? Das war ein Geist, der ist weg. Super, die U-Bahn kommt. Ja, die U-Bahn kommt. Was verstecken Sie sich hier? Mit Ihrer Dildo-Taschenlampe. Ich fahre zu der U-Bahn. Sie können froh sein, dass ich jetzt hier Dienstende, Dienstschluss. Ab Feierabend, endlich. Ja, nicht Pfeife. Der Räuber ist wieder da. Nein, Sie irren sich. Mein Name ist Vito Caletta. Hauen Sie auf die Uhren zu schlagen, die hat ihm nichts getan. Waffen runter! Da kommt ein Räuber. Was? Ey, nicht vertöten. Haben Sie ein Glück, dass ich Feierabend habe. Wie das gerade gepasst hat. So. Scheiße, habe ich erlebt. In meiner Freizeit habe ich tolle Hobbys. Zum Beispiel das ja, was hier. Denn so? Massaker. Ach nö. Okay, in den Rucksack. So. Schönes Fleisch haben wir. Sie haben keinen Rucksack. Das wird. Ey. Fängst du gerade jemand Stress an? Gemacht. Direkt immer killen, oder was? Ich hab ihn nur einmal getreten. Ja, hat man gesehen mit dem Messer, ne? Einmal getreten, du hast ihn erstochen. Ich hab nicht mal ein Messer in der Hand, du Vogel. Wer hat hier ein Messer? Du oder ich? Ich hab auch kein Messer, du Vogel. Oh, da hat jemand Kopfgeld. Nein! Oh fuck, das Falsche! Das war das Falsche! Ja, ich muss sagen, das kriegen wir so. Sorry, Nito. Können Sie da mal bitte vom Fahrzeug runtergehen? Okay. Ja, was ist los? Was ist denn?